Herzlich willkommen wieder zu unserer Presserunde Andruck auf TV Berlin, Hamburg 1 und BW Family TV in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen in der ganzen Republik. Wir sind hier in Berlin im Berliner Studio von TV Berlin und ich freue mich, dass Sie heute wieder uns zugeschaltet sind. Worüber wollen wir reden? Über Hubert Aiwanger. Da haben vor ein paar Wochen noch alle Leute gesagt, über wen, wer ist denn das? Und der bewegte jetzt die letzte Woche die gesamte Republik. Der hat so eine Dummheit begangen, sagt er vielleicht. Nein, sagt sein Bruder, das war ich. Aber er ist stellvertretender Ministerpräsident. Wie ist er verstrickt in dieser Affäre? Ist er überhaupt verstrickt? Doch, ist er. Ja, und wie und warum und weshalb, das wollen wir heute bereden mit Bob Sabbelfeld von Telegraph aus den Niederlanden. Genau, richtig? Rob Sabbelberg aus Holland, kann man es abkürzen. Ja. Er hat uns das extra erlaubt, dass wir Holland sagen, obwohl ich geschrieben habe Niederlande, korrekt. Aber egal, herzlich willkommen, wieder bei uns zu sein. Und Daniel Goffert von der Wirtschaftswoche, der kritische Geist der deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen, dass Sie wieder da sind. Und Dominik Eigenmann, und ich freue mich ganz besonders, dass Sie wieder mal hier sind. Sie sind so viel unterwegs für den Zürcher Tagesanzeiger. Heute bei uns, herzlich willkommen. Was schreiben Sie denn in die Schweiz über Hubert Aiwanger? Ich muss sagen, ich war in Urlaub. Ich bin immer noch lese keine Urlaub. Zeitung. Und ich habe noch nicht geschrieben über die Sache Aiwanger. Meine Kollegen in Zürich haben die einen Teil der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung übernommen, mit der wir zusammenarbeiten. Aber natürlich interessiert die Sache Aiwanger auch in der Schweiz. Und die Sache ist ja ein bisschen verzwickt. Also einerseits weiß man nicht ganz genau, was vorliegt an Vorwürfen. Es gibt dieses Pamphlet, was neonazistische Sprache pflegt, dass Aiwanger, also der stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger, in seiner Jugend als 17-Jähriger in der Tasche hatte, von dem er sagt, er weiß nicht so recht, wie viele Exemplare es waren, die er in der Tasche hatte. Geschrieben soll dieses Pamphlet der Bruder haben. Es gibt aber auch Stimmen aus der Klasse oder aus Mitschülerkreisen, die sagen, dass der heutige Politiker Aiwanger selber ein Rechter, ein Rechtsextremer, ein Neonazi war, was auch immer. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, das stimmt alles gar nicht, der war ganz normal, der war wie wir. Also kurz gesagt, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Nur hin und wieder mal die Hand zum Hitlergruß herum. Es ist nicht so leicht zu sagen, was da genau vorliegt. Sicher ist, was man sagen kann, ist, wie Aiwanger darauf reagiert hat. Und wenn man das jetzt nur unter Gesichtspunkten des Krisenmanagements anguckt, dann war es natürlich, war seine Reaktion verheerend. Also er hat nicht die Dinge zugegeben, die man ihm nachweisen kann und gesagt, ich entschuldige mich dafür, ich entschuldige mich auch für meine Gesinnung oder was auch immer, sondern hat dafür eine Woche gebraucht und dann erst ist der Bruder aufgetaucht, der das Flugblatt geschrieben haben soll und so fort. Also er hat sich da schon selber in enorme Schwierigkeiten gebracht, wo es jetzt nicht nur darum geht, war dieser Politiker in seiner Jugend ein Rechtsextremer, sondern es geht auch darum, kann man diesem Politiker heute trauen, wenn er dies oder das sagt. Kann man trauen? Kleine private Frage an alle. Wissen Sie noch, was Sie mit 17 in Ihrer Schultasche hatten? Nein, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass wir auch viele Diskussionen geführt haben in der Schule. Und natürlich so als 16-, 17-Jähriger führt man Diskussionen, die ja auch immer von reichlich Halbwissen getränkt sind. Und man neigt natürlich dann auch dazu, Blödsinn zu sagen, zu schreiben und so weiter. Ich will das nicht verharmlosen, was da an diesem Pamphlet steht. Man darf natürlich nur eins nicht übersehen. Erstens, das kommt aus den 70er Jahren. Da war 70er, 80er Jahre, da war die Umgangssprache auch eine ganz andere. Auch die Begrifflichkeiten waren andere, das darf man auch nicht übersehen. Also da sprach man, ließ man sich noch einen Zigeunerschnitzel servieren und dunkelhäutige Menschen aus Afrika waren noch Neger. Also man darf die damals übliche Sprache nicht mit der Empfindlichkeit messen, mit der man heute zu Recht etwas sorgfältiger auf Ausdrücke schaut. Nur man muss es ein bisschen einordnen. Ich will Herrn Aiwanger auch nicht verteidigen.
Es gibt immer wieder natürlich Dinge, die aus der Jugendzeit von Politikern auftauchen. Ich meine, Joschka Fischer als Steinewerfer in der ersten Reihe, der mit Pflastersteinen auf Polizisten warf. Das war jetzt auch nicht besonders, sag mal, besonders nett von ihm. Er ist nachher auch Vizekanzler geworden und Außenminister. Also man muss ein bisschen schauen, die Jugendsünden sind das eine. Das andere ist die entscheidende Frage für mich, wie viel ist von dieser damals aufgeblitzten, sichtbar gewordenen, wirklich vorhandenen oder auch nur mal sozusagen sich zugemessenen Haltung noch vorhanden. Also wie ist Herr Aiwanger heute? Das, finde ich, ist die Frage, die entscheidend ist für seine Karriere weiter in der Politik. So. Und da sind wir, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen tappen wir im Dunkeln. Wir haben Herrn Aiwanger jetzt kennengelernt über die letzten Jahre als Wirtschaftsminister in Bayern und als stellvertretenden Ministerpräsidenten, der, ich sag mal, eine gerade Sprache pflegt. In Bayern wird auch wieder anders gesprochen als meinetwegen in Berlin oder in Hamburg. Und der bisher nicht als Neonazi oder als Mann mit einer nationalsozialistischen Gesinnung aufgefallen ist. Also das muss man ja dann auch mal sehen. Und insofern bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, zumal auch noch nicht wirklich klar ist, ob er das Ding geschrieben hat oder sein Bruder, ihn da jetzt gleich mit also gesichertem Wissen zu verurteilen. Wir wissen ja auch, dass dieser Vorwurf, dieses Pamphlets ja schon mal aufgetaucht ist vor ein paar Jahren. Die Welt hat darüber berichtet. Also es ist ein Vorgang, der schon mal in der Welt war, der jetzt 5 Wochen vor der Wahl auf einmal zufällig bei der Süddeutschen Zeitung landet und natürlich jetzt für reichlich Unruhe sorgt. Insofern bin ich bei der ganzen Geschichte, sage ich mal ganz ehrlich, mit einem endgültigen Urteil noch ein bisschen vorsichtig. Aber Herr Sauerberg, die Niederlande haben ja besonders gelitten unter den Nazis und ich kann mir vorstellen, dass sie diese Dinge etwas mit scharfem Auge, schärferem Auge beobachten als, sage ich mal, der normale Deutsche. Und ein dummer Jungenstreich, ich weiß nicht, ich habe so Anfang der Woche auch so reagiert, das ist ein dummer Jungenstreich. Aber je tiefer man in die Materie geht, umso mehr sieht man doch, das ist kein dummer Jungenstreich, wenn man Witze darüber macht, über Schornstein und über die Gräuel, die im KZ passiert sind. Da hätte er doch eigentlich sagen müssen, okay, sorry, das war so bei mir, aber ich gehe. Ja, man fragt sich natürlich, ob der Mann, der sag mal, Vizekanzler von Bayern oder so in niederländischer Sprache, ob er keine Berater hat, dass er so lange gebraucht hat, um sich öffentlich zu erklären, was er dann Ende dieser Woche gemacht hat. Und qua Jungenstreik, ein Streich von Jungen, also in Deutschland darf man 17 Auto fahren, ja, sich ins Verkehr betätigen und also dass man sozusagen dann schon sehr nah an die Erwachsenen ran. Und dann, wenn man das Abitur machen will, dass man dann ein Pamphlet in der Tasche hat, wo drin steht, ja, Freiflug durch den Schornstein Richtung Auschwitz oder Genickschüsse das und so. Das ist kein Jungenstreich. Als 17-Jährige weiß ich ziemlich genau, das hatte ich nicht in der Tasche. Wir haben auch Blödsinn gemacht, so wie viele Blödsinn gemacht haben, aber nicht solche Blödsinn. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, es geht auch um den Umgang damit. Also damals war damals. Es war eine andere Zeit, auf jeden Fall. Die Geschichte, die entwickelt sich weiter. Aber das Erste, was man eigentlich vernommen hat, wenn es darum geht, ja, also das ist eigentlich, ich glaube, so etwas wie eine Todessünde in der deutschen Politik, wenn man in der Nähe kommt von Antisemitismus oder Rechtsradikalismus, dann werden im Ausland dann läuten auch die Alarmglocken, wenn hohe deutsche Politiker in Amt und Würden, wenn da der Scheinwerfer drauf geht. Und das Erste, was man quasi vernommen hat, das sei alles Blödsinn, das sei alles eine Kampagne, wobei dann jeden Tag sind andere Mitschüler, Lehrer aufgetaucht, Leute mit eidesstattlichen Erklärungen. Die Sache wird vielleicht auch juristisch noch überprüft mit Strafanzeigen und solche Sachen. Das bedeutet, ich glaube, es ist besser, ziemlich schnell zuzugeben, das, was vorgelegen hat,
und dann sozusagen auch das Ansehen des Freistaats Bayern zu schützen, weil darum geht es jetzt auch. Also es geht um den Ministerpräsidenten, der sozusagen jemand im Kabinett hat, der nicht genau vielleicht korrekt mit der Sache umgeht, und es ist Wahlkampf, die Scheinwerfer, die sind auf Bayern gerichtet, die nächsten 5 Wochen, die werden spannend. Müsste er nicht zurücktreten? Kurze Frage, Herr Eigenmann. Ja, ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit deinem Urteil, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht, auch weil Sie von Joschka Fischer gesprochen haben, Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von grün-konservative Ministerpräsident von Baden-Württemberg, da war er in seiner Jugend Maoist, ja, glühender Maoist. Und, ja. Und der hat in seinem politischen Lebensweg immer auch offen darüber gesprochen, hat gesagt, das war ein großer Fehler. Ich musste mich entgiften danach. Das war ideologisch so abgefahren, was wir da gedacht haben und so. Da gibt es eine echte Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit, und da kann er der sich auch hinstellen. Und wenn die Leute ihm sagen, ja, sie waren doch früher Maoist, kann er sagen, ich bin es heute nicht mehr, und ich kann auch sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Und all das fehlt bei Herrn Aiwanger bisher. Also ich bin mit Ihnen vollkommen einig, dass ich heute, ich habe von Herrn Aiwanger als Politiker nie ein neonazistisches Wort gehört. Ich glaube nicht, dass er Antisemit ist. Er hat sich sicher nicht so geäußert in der Öffentlichkeit. Ich halte ihn für einen sehr konservativen, rechten Populisten. Ich halte seine Sprache für sehr populistisch. Auch dieser Satz da in Erding bei dieser Demonstration, dass die schweigende Mehrheit sich jetzt die Demokratie zurückholen muss. Das ist AfD-Sprech natürlich. Klar, das kann man. Man kann mit solchen Phrasen Wähler fangen. Das ist auch sein gutes Recht, finde ich. Aber man kann auch, wenn dann öffentlich wird, dass jemand in seiner Jugend vielleicht sehr viel weiter rechts stand, und dann hört man solche Sprüche von so jemandem, dann hört man nochmal anders hin. Weil es gibt ja auch andere Leute, bei der AfD gibt es Politiker, die auch, wenn sie nicht öffentlich sprechen, sehr viel extremer sprechen, als wenn die TV-Kameras eingeschaltet sind. Und dass diese Unsicherheit bei Aiwanger jetzt besteht, dass man nicht so genau weiß, wie weit rechts er eigentlich steht, weil er einfach nichts dazu sagt, zu seiner Vergangenheit, was von Belang ist. Und ja, wenn er sich entschuldigt, dann tut er das in einer pauschalen Art, wo man nicht weiß, wofür er sich jetzt entschuldigt hat. Das finde ich, das geht nicht. Er hat sich entschuldigt bei den Leuten, er vielleicht verletzt. Herr Goffert, wir machen eine kurze Werbepause und Denkpause, und dann geht es weiter hier in unsere Runde Andruck, und wir reden über Herrn Aiwanger, und im Laufe dieser Sendung sprechen wir auch noch über Meseberg, was das gebracht hat für diese Republik. Okay, kurze Pause, sind wir wieder da. Zurück in Andruck, dem Pressetalk. Wir reden über Hubert Aiwanger, das ist der stellvertretende Ministerpräsident Bayern. Inzwischen kennen ihn alle, der als Schüler mit 17 in seiner Tasche ein Flugblatt hatte, das angeblich sein Bruder geschrieben hat. Die Frage ist jetzt, das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Das war ein Pamphlet, das war in jeder Form nicht nur rassistisch, das war menschenverachtend. Das gehört, im normalen Deutsch würde man sagen, das gehört sich nicht. Müsste es sich jetzt nicht gehören, dass Herr Aiwanger sagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, oder Entschuldigung reicht nicht, dafür ist dieses Thema einfach zu schwerwiegend. Ich trete zurück. Also wenn er bei seiner Version bleibt, dass er das nicht geschrieben hat, sondern sein Bruder. Aber gelesen hat er es doch. Naja gut, also gelesen hat man viel. Ich habe auch mal meinen Kampf gelesen. Also nicht, weil ich es toll fand, sondern weil ich neugierig war. Ich habe es natürlich nicht zu Ende gelesen, weil es ein ziemlicher Quatsch ist. Aber also die Neugierde auf Dinge, die irgendwo liegen, also Dinge lesen, kann jetzt nicht strafbar sein. Die Frage ist, hat sein Bruder es geschrieben oder er? Und da finde ich, ist schon doch ein gewichtiger Unterschied. Insofern tue ich mir genau wie der Kollege mit dem Urteil jetzt erstmal schwer. Für mich ist die Frage, also das Pamphlet selber brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da gibt es eine Grundeinigkeit bei allen. Das ist furchtbar, das ist menschenverachtend, da braucht man nicht drüber reden. Das geht gar nicht so. Und die Frage ist, hat er es geschrieben? Erstens, und was wir eben auch schon gesagt haben, für mich ist die Frage jetzt auch in erster Linie,
Wie ist Herr Aiwanger heute? Hat er noch rechtes Gedankengut, rechtsradikales Gedankengut, rechtsextremistisches Gedankengut in sich? Oder ist er ein rechter konservativer Politiker, der sich einer populistischen Sprache bedient gelegentlich, was sehr viele Politiker tun? Es gibt auch Linkspopulismus. Oder ist er jetzt doch noch irgendwo ganz hinten tief diesem Gedankengut irgendwo verhaftet? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und das wird, glaube ich, jetzt werden die nächsten Tage zeigen. Herr Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat ihm ja 25 Fragen vorgelegt, die er jetzt beantworten muss. Herr Söder will natürlich damit auch Zeit gewinnen, weil ihm natürlich der Kittel brennt in dieser Sache. Er kann Herrn Aiwanger wegen der Landesverfassung kaum entlassen, aber auch aus politischen Gründen nicht. Die Freien Wähler sind Hubert Aiwanger. Wenn der weg ist, bricht diese ganze Bewegung zusammen. Jedenfalls werden sie vielleicht Schwierigkeiten haben, die 5%-Grenze zu erreichen. Und zu den Grünen kann Herr Stoiber auch nicht wechseln, weil er hat alle Brücken zu den Grünen abgebrochen. Und wenn er jetzt anfangen würde, kurz vor der Wahl zu den Grünen zu schielen, würden ihm das viele seiner Stammwähler übel nehmen. Also für ihn, er sitzt auch wirklich in der Zwickmühle und es muss Zeit gewonnen werden. Wir müssen diese Sache aufklären. Es wird sich sicherlich, ich denke auch, die Gerichte werden sich damit beschäftigen, mit der Angelegenheit, weil auch viele Aussagen gegen Aussagen stehen. Es gibt ja Schüler, die wollen sich erinnern, dass er das geschrieben hat. Ich weiß auch nie, woher man... Wie kann man sich erinnern daran? Ja, nach 50 Jahren, woher das Wissen bei manchen Schülern kommt. Die haben vielleicht eine Rechnung mit Hubert Aiwanger oder mit den Freien Wählern offen, das wissen wir auch nicht. Manche sagen nein. Also es ist eine sehr strittige Angelegenheit. Und deshalb bin ich... tue ich mir auch schwer, ein Urteil zu fällen und muss jetzt zurücktreten, ja oder nein. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger und würde erstmal abwarten, hat sein Bruder stehen oder er und wie beantwortet er die Fragen, die ja sehr detailliert gestellt worden sind. Aber es geht mir so und wahrscheinlich einigen von Ihnen auch, Herr Sauerberg, da ist dieses Papier und wir gehen damit um, als sei es irgendein Papier. Müssen wir nicht eine völlig andere Haltung dazu einnehmen und sagen, Schluss aus, mir ist es völlig egal, ob dein Bruder oder du, es war in deiner Tasche, geh nach Hause, tschüss. Ja, interessante Frage. Also das wird auch gefragt sozusagen mich im Jahre 2023. Ich bin ja Historiker, habe ja mich viel mit deutscher Geschichte befasst. Geschichte ist auch immer die Geschichte, die in der Zeit geschrieben wird. Also die Geschichte in den 80er Jahren ist die Geschichte der 80er Jahre. Wenn wir heute über die 80er Jahre berichten, ist das eher so unser Bericht von heute, wie wir heute die 80er Jahre sehen, als vielleicht damals. Also man kann sich versuchen, da hinein zu versetzen. Was gab es damals für eine Kultur in Westdeutschland oder in Süddeutschland? Das war die alte Bundesrepublik. Damals gab es noch die DDR, die Zonengrenze. Also das war eine komplett andere Welt natürlich als heute. Obwohl die damalige Bundesrepublik bis heute noch fort existiert. Was ich weiß, dass die Verurteilung, denke ich, von dem Nationalsozialismus damals war natürlich Usance, also Leute wie Charlotte Knoblauch oder so, die, die waren damals auch bekanntere Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass man... also diese Sprache, die sowohl heute als damals, dass es eigentlich nicht wirklich geht für jemanden, der Abitur machen will. Und es wurde auch gesagt von Schülern, dass er nicht nur dieses Pamphlet hatte, sondern dass auch seine rechte Arm gelegentlich ausgerutscht ist, dass er in der Klasse einen Hitlergruß gemacht haben soll, dass er Mein Kampf auch im Gepäck mit dabei hatte. Da mehren sich so ein bisschen so die Anzeichen, dass da doch ein bisschen mehr war als eigentlich nur ein Pamphlet in der Tasche, was natürlich sein konnte. Der Umgang heute, das ist schon ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen tribunalmäßig. Da wird wirklich von allen Seiten wird darauf geschaut und da müssen wir gucken, ob das der Sache noch gerecht wird. Aber der Umgang, dass sozusagen der Freistaat Bayern jetzt im Rampenlicht steht mit Herrn Söder kurz vor der Wahl. Wenn das unaufrichtig gewesen ist, sozusagen, dass er sagte, ich hatte das nicht
das ist alles Blödsinn, das ist alles Kampagne und so. Wenn sich herausstellt, dass das ein falscher Umgang gewesen ist, ja, dann kann die Sache nochmal sehr brenzlig werden und dann wird Söder gezwungen sozusagen, vielleicht wird er gezwungen, nochmal Bäume zu umarmen, um wirklich Herrn Aiwanger vor die Tür zu stellen, also die Fragen zeitnah zu beantworten. Das wäre wahrscheinlich diese Woche so passiert, oder das muss sehr schnell passieren. Wenn da bei der Beantwortung, wenn da Fehler sich herausstellen, dann wird es sehr brenzlig und dann wird es auch für Herrn Söder, der muss sich dann vielleicht umorientieren und dann vielleicht Brücken schlagen auch in eine andere Richtung. Und dann ist das Rennen wieder ein bisschen mehr offen in Bayern. Herr Eigenmann, ich stelle mir das gerade mal so vor, ich bin jetzt 17 Jahre und finde in meiner Tasche ein Flugblatt. Und dann frage ich doch zuerst mal meinen Bruder, ist das von dir? Die zweite Frage ist, warum ist das in meiner Tasche? Hast du mir das da reingesteckt? Warum, weshalb, wieso? Und das kann man doch heute gar nicht mehr feststellen. Die Tatsache alleine, dass dieses Pamphlet in seiner Tasche war, würde für mich ausreichen zu sagen, Junge, du hast das Ding nicht zerrissen, du hast dich nicht hingestellt und hast gesagt, sowas kommt bei uns nicht vor. Offenbar ist das nicht passiert. Sie ja, haben so es geduldet. Wie, so wie diese Szene geschildert worden ist, ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Bruder dieses Pamphlet geschrieben hat und wie es in die Tasche des anderen Bruders kam, weiß man nicht. Es verteilen. Und er wollte es wieder einsammeln, insinuiert ja der Bruder sogar. Also zwischen verteilen und einsammeln ist auch strafrechtlich ein erheblicher Unterschied in dieser Sache. Jetzt nicht mehr heute, weil die Dinge längst verjährt sind, aber trotzdem. Also diese Szene, also was die Aiwanger Brüder da aufführen an Theater, muss man sagen, um dieses Flugblatt ist wenig glaubhaft. Ich glaube, was ich vorher schon zu sagen versuchte, ist, wenn sich Hubert Aiwanger mit seiner Vergangenheit glaubwürdig auseinandersetzen würde und jetzt ist er gezwungen, das in der Öffentlichkeit zu tun. Wenn ihm das gelingt, finde ich, spricht nichts dagegen, dass er dieser Politiker bleiben kann, der er ist. Wenn ich bin absolut der Meinung, dass politische Menschen genauso ihre Meinungen im Laufe ihres Lebens ändern dürfen wie alle anderen Menschen. Nur gehört es doch zu Erwachsensein und Souveränität auch dazu, dass man darüber offen sprechen kann. Vielleicht gibt es in Hubert Aiwangers Vergangenheit auch Dinge, über die er offen nicht sprechen kann in Deutschland. Das könnte sein. Und natürlich sind neonazistische Hintergründe, falls sie vorliegen sollten, kommen nahe da dran. Vielleicht ist er der Meinung, ich kann darüber eigentlich in der Öffentlichkeit nicht glaubwürdig sprechen, selbst wenn ich mich davon distanziere. Aber dadurch macht er doch alles noch viel schlimmer. Ja, natürlich. Und sagt, ich verstecke mich hinter irgendwas, hinter was. Und diese 25 Fragen, kennen wir die? Ich glaube, die kennt keiner von uns bisher. Nein, die kennt keiner von uns. Also da hat die sich wahrscheinlich von seinem Stab aufschreiben lassen, um alle Aspekte dieser Sache auszuleuchten und um, falls es kritisch wird, aus irgendeinem Grunde natürlich auch sprechfähig zu sein. Das ist auch klar. Ich meine, er muss ja dann auch eine Distanz aufbauen zu Hubert Aiwanger, damit er sich mit diesem Virus nicht infiziert. Wobei ich die Theorie wage, dass diese Geschichte am wenigsten Hubert Aiwanger schadet, politisch, wenn wir die Stimmen mal ansammeln, sondern eher Markus Söder. Weil die Leute, die dazu neigen, die Freien Wähler zu wählen, oder die sich vielleicht entscheiden zwischen AfD und Freien Wähler, die sagen, ja, der Hubert, dummer Jungenstreich, die verharmlosen das eher. Und ich glaube, es ist eher ein Problem für Markus Söder, wie er mit der Sache umgeht, weil die CSU ist natürlich eine Volkspartei, da gibt es stramm Konservative, aber es gibt auch Leute, ich sag mal, aus dem liberaleren Teil der Union, die vielleicht mit Söder als Person auch nicht so einig sind, aber die dann sagen könnten, oh, das reicht mir jetzt aber. Ne? Und vielleicht gibt es auch Leute bei den Freien Wählern, die sagen, naja, ich wähle dann doch vielleicht lieber die FDP oder die AfD, keine Ahnung. Also es ist, ich wage mal zu behaupten, dass die Geschichte, was das Wahlergebnis anbelangt, eher ein Problem sein wird für Herrn Söder als für Herrn Aiwanger. Und natürlich ist auch klar, und das wissen alle Journalisten, wir kennen auch die Usancen dieses Geschäfts, dieser Vorgang war bekannt, der ist in Archiven, der ist aufgeschrieben worden, da ist schon mal drüber berichtet worden.
ich sehe auch mal der Tatsache ins Auge, dass das jetzt 5 Wochen vor der Wahl mit großem Aplomb in der Süddeutschen Zeitung mitten im Wahlkampf platziert wird. Das muss man nicht als Kampagne bezeichnen. Aber dass das jetzt ein Zufall ist, dass die Kollegen zum ersten Mal in ihrem Leben auf diese Geschichte gestoßen sind und sie sofort veröffentlicht haben, unabhängig von der Tatsache. Aber wir vier wissen doch alle, also da glaube ich nicht. Lieber Kollege Goffert, der Zeitpunkt muss richtig gewesen sein. Der muss richtig sein. Aber wie gesagt, das ist. Sonst würden wir hier nicht darüber sprechen. Ja, sonst würden wir nicht darüber sprechen. Aber weil es heißt, also weil man dem Aiwanger, der Aiwanger sagt, es ist eine Kampagne. Und er wusste, glaube ich, schon sogar, dass, dass in 2008, dass er sogar, dass seine Leute schon mal zu dem besagten Lehrer gegangen sind. Ja, weißt du noch mal, die Sache von damals, bitte nicht drüber reden. Ja. Und anscheinend, ich war nicht selber dabei, aber dass auch von der CSU, also die Partei von Herrn Söder, dass da auch schon mal Leute informiert hatten. Also ob das war publiziert. Naja, ich will nicht sagen, eine letzte Denkpause und dann machen wir einen Punkt unter das Thema Hubert Aiwanger. Wir werden darüber noch bis zum 8. Oktober, dann sind nämlich die Wahlen in Bayern, noch einige Male reden müssen. Wir wollen im letzten Teil von Andruck nach dieser Werbepause noch reden über Meseberg. Da tagte das Kabinett und versuchte den Streit zu schlichten, ob es gelungen ist oder nicht. Die Frage stelle ich an den Kollegen. Herr Sammelberg, waren Sie dabei? In Meseberg. Ich bin in Meseberg. Also das ist ein Katzensprung von Berlin. Ich habe das vom Urlaubsadresse verfolgt. Sehr gut. Ja, bleiben Sie dran. Wir gehen gleich in die letzte Runde und dann mit dem neuen Thema, anderen Thema, auch diese Woche beherrschen Meseberg die Klausur des Kabinetts und was dabei rauskam. Bis gleich. Letzte Runde war Andruck, den Pressetalk, und wir haben geredet über Hubert Aiwanger. Mal sehen, ob er nächste Woche noch im Amt ist oder nicht. Oder sogar bis zum 8. Oktober sich halten kann. Das ist der Tag der Wahl in Bayern. Wir wollen noch auf ein Thema eingehen, das diese Woche auch beherrschend war, nämlich die Klausur des Kabinetts in Meseberg. Das ist zu 70 Kilometer nördlich von Berlin. Und alle haben darauf geguckt. Richtung Grenze mit Polen. Ja. Und Herr Sauerberg, Sie waren sonst immer dabei, diesmal nicht, weil Sie in Urlaub waren, haben es aber verfolgt. Ist der Streit denn jetzt gelegt zwischen dem gelben Herrn Lindner und der grünen Lisa Paus? Oder zoffen Sie sich immer noch? Meistens, wenn die Kameras an sind, also so wie in Meseberg, da sind sie auch zu dritt, ist dieses Trio Infernale von den Grünen, Liberalen und natürlich auch der Bundeskanzler Scholz von der SPD, die sind ja zusammen aufgetreten und die haben doch versucht, um da Einigkeit zu demonstrieren. Das ist ein wichtiges Signal nach der Sommerpause. Die haben auch so getan, als wären sie den ganzen Sommer sozusagen schon in großer Einigkeit. Die haben, also, als hätten sie die ganze Zeit getextet untereinander von der Urlaubsadresse. Und da haben sie ein bisschen versucht, um Zuversicht zu verstrahlen. Zuversicht für Deutschland, für diese Regierung, für diese Lage, der Krieg in der Ukraine, Inflation und so weiter. Aber als hätten sie alles im Griff und wäre nicht ein Dauerstreit da zwischen Koalitionsparteien. Also natürlich gibt es diesen Dauerstreit und das Problem ist ein bisschen, dass sie auch öffentlich oder stets öffentlich ausgetragen wurde, dass man den Eindruck hat, dass der Bundeskanzler, der ja vom Anfang an richtig Führung versprochen hat, also wenn man Führung bestellt, dann muss man bei Herrn Scholz sein und dann bekäme man auch Führung. Aber man sieht, dass der Lindner natürlich sehr gerne die Sache so darstellt, wie er das möchte. Erst der Finanzminister, dass andere Leute im Kabinett andere Vorstellungen haben von der Verteilung des Geldes. Und deswegen dann auch die Klausur, um natürlich nach der Sommerpause noch ein bisschen so Einigkeit zu demonstrieren. Und sie sind auch gekommen mit ein Wachstumschancengesetz. Also das ist irgendwie, davor hat man von der Bürgermeisterin ehemals in Berlin schon gehört, also gute Kita-Gesetz, all diese Kindersprache, die so ein bisschen kommt. Und das Problem ist, Deutschland steht so an der Rezession, also die Aussichten sind nicht so ganz gut. Es gibt diese Inflation, es gibt Probleme beim, also Wachstum sowieso ist schlecht, es gibt Wahnsinns Personalmangel, geopolitische Schwierigkeiten, das billige Gas.
Gas ist zu Ende, China schwächelt. Also Deutschland hat wirklich Probleme und das Land hat ihre Hausaufgaben nicht gut gemacht. Also in den langen Merkel-Jahren ist viel Zeit vergangen, da hat man vielleicht zu wenig gemacht, auch zum Schluss. Und jetzt, man hat ein bisschen den Eindruck, also dass der Wirtschaftsmotor von Europa nicht nur stottert, sondern dass da Webfehler drin sind. Und das ist ein bisschen so das Problem. Verwaltung, Digitalisierung, Dekarbonisierung, also viele andere Sachen, dass die verschlafen sind. Und dass gerade diese Ampelregierung, wo also Scholz, ich glaube, noch nicht ganz das, also die richtige Führung ausstrahlt, dass die Frage ist, ob das ab diesem Herbst, ob das besser wird. Gebe ich weiter an Herrn Eigenmann. Wie sieht man das in der Schweiz? Was berichten Sie? Fehlt da nicht jetzt, muss da nicht endlich jetzt mal ein richtiger Wumms kommen und Rums kommen und wie Herr Scholz das immer bezeichnet, mit der Bazooka jetzt drauf los? Oder gehen wir in den Bach runter als Industrienation 1, Nummer 1? Also Deutschland hat, das wird jetzt sichtbar, erhebliche wirtschaftliche Probleme. Die Aussichten sind schlecht. Die internationalen Wirtschaftsorganisationen, die das berechnen, sagen, dass von den großen Industrienationen Deutschland am schlechtesten wachsen wird in den nächsten 5 Jahren, also nicht nur in den nächsten paar Monaten. Und ich halte diese Sorgen für realistisch. Weil es Probleme gibt, Sie haben das teilweise schon angedeutet, also mit der Digitalisierung, mit Lieferketten, mit Exportmärkten, die teilweise nicht mehr so stark sein werden in Zukunft. Innovation. Dekarbonisierung, es gibt eine zu schwerfällige Bürokratie in diesem Land und so fort. Es ist nicht so, dass man der Ampelregierung vorwerfen kann, sie würde diese Probleme nicht sehen. Das Problem ist, und deswegen überhaupt streitet diese Regierung unentwegt. Da regieren Parteien zusammen, die wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch einfach nicht vom selben Ufer sind. Also zwischen der FDP und den Grünen und der SPD, dass es da kracht, das ist der Normalfall. Das ist nicht jetzt nur, weil Kanzler Scholz seine Führungsaufgabe nicht wahrnimmt, sondern sie sind sich in elementaren Dingen nicht einig. Und das ist in dieser Situation schlimmer noch, als es jetzt war nach Beginn des Kriegs, wo man sich schnell darauf hat einigen können, wie man jetzt die Energieversorgung neu aufstellt und solche Dinge. Jetzt, wo es darum geht, schmerzhafte Reformen voranzutreiben und zu entscheiden, worin man Geld investiert, ob es eher in Infrastruktur geht, ob es eher in Innovation geht oder ob es eher in Kindergrundsicherung geht. Da sind die Widersprüche in dieser Regierung so groß, dass ich mir echt Sorgen mache. Und da können Sie noch so oft in Meseberg schön zusammensitzen und nachher zu dritt auftreten. Diese Widersprüche gehen nicht weg. Und ich bin nicht so sicher, ob wir nicht in 2 Jahren, 2025, wenn die nächste Bundestagswahl ist, sagen werden, diese Legislatur war auch wieder verschenkte Zeit. Herr Goffert, Sie haben das Schlusswort. Wir sind gleich am Ende der Sendung. Sie vertreten die Wirtschaftswoche, der Mann der Wirtschaft, wenn ich das so sagen kann. Was muss denn passieren? Haben wir das Geld für ein neues Konjunkturprogramm? Haben wir den Willen zur Innovation? Haben wir überhaupt die Kraft, das alles auf die neuen Schultern zu laden beim bestehenden Krieg der Milliarden? Ich glaube, der Wille ist schon da zur Innovation. Das Problem ist, die Kollegen haben es gesagt, dass manches halt sehr schwerfällig ist. Wir haben eine föderale Struktur in Deutschland. Also eben man zum Beispiel eben mal Ämter digitalisiert, da reden viel zu viele mit, also das dauert ewig. Und es gibt auch wir haben uns einfach verlaufen in Deutschland in einem Dschungel an Bürokratie. Also wir haben uns wirklich selber damit gefesselt. Und diesen Dschungel wieder zu lichten, da kann man nicht mal sagen, wir schaffen jetzt die Meldepflicht für Hotelierbetriebe ab, sondern da muss man mit der Machete durch. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube schon, dass gewisserweise ein Wille da ist, aber ob das zu schaffen ist in kurzer Zeit, habe ich meinen Zweifel. Das andere ist Thema Konjunkturprogramm. Deutschland hat immer ganz gut mit dem Modell gelebt, wir haben billige Energie, billige Vorprodukte. Das schrauben wir mit deutscher Ingenieurskunst zusammen, machen Made in Germany drauf und verkaufen es wieder teuer. Also das war kurz gesagt das Geschäftsmodell. Das hat ziemlich gut funktioniert. Jetzt ist die billige Energie weg, die billigen Vorprodukte kommen auch nicht mehr, wegen gestörter Lieferketten und anderer. So, und die Energie muss komplett neu aufgesetzt werden. Wir sind im Gegensatz zu anderen Ländern noch ein großes Industrieland, aber Industrie heißt eben auch Emissionen. Und eine Industrie von der Größe Deutschlands, von
fossilen Energien umzustellen auf regenerative Energien, ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Und das geht auch nicht so schnell. Der größte Streitpunkt ist ja nach dieser Kabinettsklausur geblieben, nämlich die Frage, wie halten wir es mit diesem Industriestrompreis? Also der Frage, muss für die energieintensiven Unternehmen der Energiepreis nicht künstlich runtersubventioniert werden, wobei das auch ein falscher Ausdruck ist, weil wenn die Bundesrepublik zum Beispiel verzichten würde auf die Energiesteuern, würde der Preis schon sehr stark sinken. Und da aber viele energieintensive Branchen die Grundlage sind für 80% der industriellen Produkte, also nehmen wir die chemische Industrie, nehmen wir die metallverarbeitende Industrie, muss da was passieren. Und da hat die Koalition nicht die Kraft gefunden, eine Lösung zu finden. Ich glaube, man muss nicht Geld erst einsammeln, indem man Steuern erhebt, um es dann nach Gutdünken der Politik wieder zu verteilen, sondern man sollte grundsätzlich bei dem Thema Steuern einfach sagen, wir lassen es. Ja, dann spart man sich auch viel Bürokratie, indem man sagt, gut, die Energie ist zu teuer geworden, wir brauchen sie im Industrieland Deutschland, vor allem bei der Transformation. Das heißt, wir verzichten jetzt erstmal auf Energiesteuern oder auf 50% der Energiesteuern oder was auch immer. So, dieser Mut fehlt ihnen. Der fehlt auch deswegen, weil, die Kollegen haben es auch gesagt, die Ausrichtung der drei Koalitionsparteien grundverschieden ist. Und aus diesem Grunde mache ich mir auch Sorgen, ob wir in der Lage sind, diesen gewaltigen Umbau, also Digitalisierung einer schwerfälligen Verwaltung, das Lichten eines bürokratischen Dschungels, der mit deutscher Gründlichkeit über Jahrzehnte aufgebaut und gehegt und gepflegt worden ist, und das dritte sozusagen die Dekarbonisierung und Transformation einer großen Industrienation. Und das sind zusammengenommen sehr schwierige Aufgaben, dann auch unter dem Eindruck eines Krieges. Wir sind Frontnation, das muss man ganz klar sehen. Eine russische Rakete ist in 3 Minuten am Kurfürstendamm, wenn man sie in Königsberg abschießt. Also auch da ist natürlich eine große Vorsicht angebracht. Das kostet uns übrigens auch, wird auch oft nicht drüber geredet, es kostet uns viele Milliarden Euro. Deutschland ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Geber in diesem Krieg und Finanzier. Also auch das sind natürlich Dinge, das ist Geld, was fehlt für andere Dinge. Also zusammengenommen, wir stehen wirklich vor gewaltigen Aufgaben und das wird sich nicht schnell lösen lassen. Und ob diese Regierung dazu in der Lage ist, ich habe da meine Zweifel. Früher sagte man, zieht euch warm an in Deutschland. Und wenn ich das hier heute höre, dann geht es mir auch so, ziehen wir uns alle warm an. Die Lage wird nicht besser. Und 2025 wird gewählt, der neue Bundestag, und der steht dann unter dem Zeichen der letzten beiden Jahre, der kommenden von jetzt gerechnet, der krisenhaften Jahre in Deutschland. Hoffen wir nicht, dass es so schlimm kommt, wie Sie jetzt geschildert haben. Ich bedanke mich dennoch bei Rob Savelberg von De Telegraaf aus den Niederlanden. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Daniel Goffert von der Wirtschaftswoche. Danke Ihnen auch, dass Sie da waren. Und Dominik Eigenmann vom Zürcher Tagesanzeiger. Vielen Dank, dass Sie auch hier waren. Bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen in Hamburg, bei Hamburg 1, BW Family TV in Baden-Württemberg und natürlich von TV Berlin. Wir sind alles eine große Familie. Wir gehören zum Sendeverbund Gott Media hier in Berlin. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis nächste Woche, jeden Sonntag, 12 Uhr, Andruck, der Pressetalk auf TV Berlin, Hamburg 1 und Family TV. Danke und tschüss.